Hey, mein Name ist Tom und das ist Tom Tour. Heute gibt's mein neues Motorrad. Das und mehr nach dem Intro. Lange Monate haben wir auf diesen Moment gewartet. Doch heute ist es soweit. Heute enthülle ich endlich das Motorrad. Doch ich möchte vorne etwas hinweg sagen. Falls irgendwer unter euch sein sollte, dem das Motorrad nicht gefällt, darf es gerne in die Comments schreiben. Ich bin dir nicht böse. Falls du schreiben solltest, De-Abo wegen Motorrad oder so, dann deabonnier bitte und geh, weil das brauche ich da nicht. Aber jetzt zum Motorrad, denn ich möchte von euch jetzt wissen, welches Motorrad könnte unter dieser Plane stecken? Welches? Oder ist es doch nur ein Fahrrad? Wir werden es jetzt herausfinden und ich möchte jetzt ziemlich schnell die Plane öffnen, damit ich die Spannung sozusagen jetzt endlich wegnehme. Ich habe euch ja jetzt echt lange Zeit hingehalten und es wäre jetzt voll gemein von mir, wenn ich noch 5 Minuten darüber sprechen würde, was für ein Motorrad ich mir jetzt genommen habe, dass es nicht das ist, was ich gesagt habe, dass ich mir nehmen möchte, weil ich das Motorrad von einem Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommen habe, dass ich es testen darf für einen Monat. Und das möchte ich auch noch dazu sagen. Ich weiß, ich bin heute wieder so böse. Aber ich muss ja die Spannung heute ein bisschen aufbauen. Ich habe das Motorrad zur Verfügung gestellt für einen Monat. Nächstes Monat kommt das nächste Motorrad. Und das ist sozusagen das Saison, die Saisonmarke jetzt. Weil ich dann im September werde ich nicht fahren können, weil ich da auf Urlaub bin einen Monat lang. Und im Oktober werde ich dann wieder fahren. Aber da schauen wir mal, was wir dann fahren werden. Das ist auf jeden Fall unser Begleiter für das nächste Monat. Und sozusagen mein neues Motorrad, weil das wird die Hausmarke für die Saison 2017 werden. Und ja, ich will es jetzt lüften. Ich muss es jetzt lüften. Manche von euch haben es auch schon erraten, was es werden könnte. Doch jetzt lüften wir den ganzen Scheiß hier. Und weg damit mit dem Rotz. Braucht keiner mehr. Tschüss. Na? Das habt ihr jetzt nicht erwartet, oder? Ich habe eine Husqvarna 701 Enduro bekommen. Die darf ich testriden und nächstes Monat kommt die Husqvarna 701 Supermoto. Was ich toll finde, ich wollte schon lange wieder Enduro fahren. Ich bin mit 15 das letzte Mal Enduro gefahren. Also Enduro kann man auch nicht sagen. Ich bin mit 15 das letzte Mal durch Schotterpisten geheizt und danach hatte ich halt die Duke, die hinter mir steht und hinter mir steht auch noch die Kawasaki und mit denen konntest du halt dann nicht wirklich Schotterpisten fahren. Und mit der werden wir einiges an Schotterpisten erleben und ihr werdet auch ein Video sehen, wo wir die Husqvarna abgeholt haben, denn wir haben sie in Wien abgeholt und es sind knapp 200 Kilometer nach Hause und das wird auch das erste Testride-Video sein, was ihr von ihr sehen werdet. 200 Kilometer Tour direkt vom Start weg. Und meine volle und ehrliche Meinung. Das muss ich auch dazu sagen. Ich darf meine ehrliche Meinung sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Verbot hätte, dass ich nichts sagen darf darüber. Bis jetzt bin ich mega begeistert von dem Teil und freue mich unglaublich, euch meine Faszination für dieses Motorrad zu erzählen und zu zeigen vor allem auch, weil ich wollte schon lange eine 701 fahren. Und Grüße gehen auf jeden Fall an den Johannes raus, der mir dieses ermöglicht hat, das Motorrad zu besorgen oder das Motorrad abzuholen oder das Motorrad zu bekommen. Und jetzt will ich genug gelabert haben. Jetzt kommt erstmal ein Husqvarna Bike Porn. Mein erster Versuch. Viel Spaß damit. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr freut euch schon auf morgen, 18 Uhr erstes Video und einen Tag drauf das nächste Video. Morgen holen wir sie die Husqvarna ab und am Tag drauf machen wir den allerersten Testride. Alles beides um 18 Uhr. Bewertet dieses Video und vor allem vergesst nicht eure Meinung zum Motorrad in die Comments zu schreiben. Mein Name ist Tom. Danke fürs Zusehen. Haut rein und pfiat euch.